In der Villa spekulieren Bonn, Manfred und Max über das Date der anderen. Also es gibt nur zwei Optionen. Die erste Option ist, er hat die vier eingeladen, die er halt Top 4 sieht. Und wir drei sind halt so ein bisschen so, sind halt so diese Lückenfüller jetzt halt hier, bis wir halt gehen. Oder er hat vier eingeladen und will von den vier entscheiden, wo es nicht passt. Und uns gibt er dann nochmal eine Chance. Eigentlich stehe ich ganz gut da. Das Ding ist halt, andere stehen besser da. Aber das eine heißt ja nichts. Also, who knows? Ich glaube, Jan ruht sich ein bisschen zu sehr drauf aus, auf diesem Einzel, der jetzt auch schon eine Weile her ist. Ja, also Jan chillt ja auch schon seit Jahren und denkt sich so, wow. Ich weiß gar nicht, ob der so sich sicher ist, wie er sich fühlt. Ja. Ich sehe auch nicht einen Maurice mit Kim, der sagt, er will einen richtigen Mann, der im Leben steht. Ist Maurice halt nicht. Nö. Ist halt, ja, ist halt noch ein bisschen, also noch halt einfach sehr jugendlich. Ist ja, also schlimm. Ganz ehrlich, Maurice ist halt der Jüngste und ich weiß halt nicht, ich denke, Kim ist einfach viel weiter in seinem Leben schon. Deswegen, ja. Ich meine, will er babysitten? Keine Ahnung, dann viel Spaß. Warum will er denen erstmal nochmal eine Chance geben, bevor er mir erstmal meine erste richtige Chance gibt? Ich hoffe, dass die alle einen schlechten Eindruck bei ihm machen. Ich hoffe, dass die alle aus der Kurve fliegen. Jetzt haben wir uns gerade alle ein bisschen im Selbstmitleid gesuhlt. Ja, wir sind jetzt fertig. So. Ich jetzt auch jetzt wieder. Ja. Ja. Wir sind schon geile Säue. Ja, sind wir auch. Nicht ein Kondom habe ich hier in diesem Haus gebraucht. Umsonst habe ich es mitgenommen. Ich habe sogar Kleidgel dabei. Oh. Oh. Ich kann euch meine Lieblingsstellung zeigen. Ja? Ja, zeig mal. Ich zeig's mit Manfred Lickmann. Aber nur zeigen. Bei mich hinlegen? Wie hinlegen? Ja, so, oder was? So einfach. Das genau. Sind Bilder, die werde ich nie wieder aus meinem Kopf löschen können. Gottes Willen. Wir sind ja unter uns. Meine Lieblingsstellung ist so. Oh ja. Tatsächlich. The Reverse Cowgirl. Also. Hier ist der Mann, das ist der Kopf und dann setzt du dich so drauf. Du setzt dich andersrum drauf. Ja, weil dann sieht man meinen Arsch so. Dann geht es so hoch und runter. Dann machst du dann so, der andere Typ macht dann so oder wie macht er das dann? Weil der Top sieht dann meinen Arsch und so und das findet der bestimmt geil.